Okay. Mein Wochenende von Jake Harper. Fünfte Klasse bei Mrs. Flanagan, Woodward Avenue Elementary School, die in der Woodward Avenue ist. Es gibt keine Note für viele Wörter. Oh, gut. Mein Wochenende fängt freitags an, wenn meine Mom mich zu meinem Dad fährt, aber der wohnt eigentlich bei meinem Onkel Charlie, dem Bruder meines Vaters, der mein Onkel ist. Sein Name ist Charlie, deshalb nenne ich ihn meinen Onkel Charlie. Freitagabend war ich lange auf. Ich habe alle drei Austin Power Filme mit Dad gesehen. Wir haben uns was vom Chinesen kommen lassen. Dad schlief bei Spion in geheimer Missionarstellung ein, der in meinen Augen der stärkste der Trilogie ist. Missionarstellung bedeutet übrigens was Sexuelles. Lies weiter, Jake. Das war eine Fußnote. Lies. Okay. Später bin ich dann mit Bauchweh aufgewacht, aber nach einer Sitzung auf der Toilette war es nicht mehr so schlimm. Wenn ihr wisst, was ich meine. Hey. Hey. Hallo. Und? Wie war's? Ganz gut. Nur ganz gut. Und? Hör auf. So schön. Tja, Jake, herzlichen Glückwunsch. Wofür? Dein Mund ist total mit Lippenstift verschmiert. Oh Mann! Nur die Ruhe, war ein Bluff. Oh. Trotzdem, ein Glückwunsch. Danke. 15, 16, 17, 18. Jake! Willst du deine Oma nicht umarmen? Nein, danke. Eins. Frage. Der Krieg von 1812? 1812. Nein. 1813. Die Frage war noch nicht fertig. Der Krieg von 1812 wurde gegen wen geführt? Die Briten. Oh, sehr gut. 2-1, Jake. Ja. Das ist unfair. Meine Tröte ist kaputt, Jungs. Nächste Frage. Geh mal deine her. It. Siehst du, seine funktioniert. Du hast ihn noch geliebt, oder? Aha. Ich hab ihn noch sehr geliebt. Oh, Harry. Mein guter alter Harry. Na also, Level 8. Hey, weißt du, worüber ich nachdenke? Nein. Über die Todesstrafe. Wirklich? Das ist ja ein ziemlich kompliziertes Thema. Und was beschäftigt dich da? Also bevor man auf den Stuhl geht, kriegt man doch als letzte Mahlzeit zu essen, was man will, oder? Kann sein. Ich wollte Müsli. Wieso? Wenn man immer wieder Milch nachschüttet, isst man ewig weiter. Und so lange müssen die warten. Okay, nochmal zum Anfang. Warum solltest du überhaupt auf den Stuhl kommen? Vielleicht, weil meine DNA an einem Ermordeten gefunden wird. Weil ein korrupter Bulle die da hingeschmiert hat oder einer von meinen Lehrern. Und du bist zu Unrecht verurteilt. Das bin ich gewöhnt, Dad. Weißt du noch das mit der Wasserpistole in der Schule? Aber es war deine Wasserpistole. Ja, aber es war nicht meine Pipi. Wie finden wir jetzt diesen Psychopathen? Tja, wir werden wie unser Killer erstmal im Dunkeln stochern müssen. Unfassbar. Ja. Sie sind echt, weißt du? Ich weiß. Ich war mit dir verheiratet. Ach ja. Du alter Hund. Das war der tollste Tag meines Lebens. Spielsalon, Kino und dann noch Lasertag. Schon gut. Der Tag sollte was Besonderes werden. Warum? Nur weil ich dich sehr lieb habe, Jake. Ich hab dich auch sehr lieb. Ich hab gehört, Liebe kann man nicht kaufen. So ein Quatsch. Halt das Gefühl gut fest. Und was machen wir heute Abend? Auch was Besonderes? Oh Gott, ich kann mir das nicht ansehen. Was? Ach, nichts. Oh, hey, hier hast du $20. Wow, danke. Du schläfst heute bei Oma. Cool. Wart mal, was? Ihr werdet euch gut amüsieren. Habe ich recht, Charlie? Ich habe davon nichts gewusst, Jake. Ich will aber nicht zu Oma. Hier hast du dein Geld wieder. Komm schon, Partner. Sie hat dich furchtbar lieb und das ist ja nur für eine Nacht. Aber der Tag hat so schön angefangen. Jake, bitte, tu deiner Großmutter einen Gefallen. Sie liebt dich, tu's. Für mich, für Onkel Charlie, aber hauptsächlich für mich.
Was kriege ich dafür? Ich habe heute ein Vermögen für dich ausgegeben. Was soll das heißen? Das war, weil du mich lieb hast. Jetzt brauchst du mich. Oh Gott, der Junge ist großartig. Okay, was willst du? Ich will einen Elektroroller, das neue Dragon Ball Spiel, ein iPod Mini und nicht bei Oma schlafen. Drei davon kannst du haben. Okay, vergiss den iPod. Hallo, Ladies. Ich bin Harry Potter. Yo, voll fett das Sandwich, Dad. Die PB&J ist vollends geil. Wie bitte? Er sieht immer im Fernsehen MTV Cribs. Er saugt alles wie ein Schwamm auf. Logo, mein Pogo. Ey, Max Schleifspur. Ja, hab ich noch was in deiner Hose gefunden. Okay, x ist gleich minus 4. Toll! Ha! Richtig, siehst du, du kannst doch rechnen. Also, zum Test gehört ja der Rechenweg. Wo ist denn der Rechenweg? Da ist kein Rechenweg. Warum ist da kein Rechenweg? Weil ich keinen brauchte. Ich habe die Zahlen plötzlich alle vor mir gesehen. Wirklich? Ja, es ist verrückt. Und es ergibt alles einen perfekten Sinn, als würden sich die Gleichungen vor meinen Augen von alleine lösen. Oh mein Gott, ich habe von sowas zwar schon gelesen, aber mein eigener Sohn. Nein, ich habe dich angeschmiert. Die Lösungen sind nämlich hinten im Buch. Gute Nacht. Du hättest dich sehen sollen, als du dachtest, ich wäre klug.